Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Ja, ich habe mir jetzt hier ein bisschen was aufgeschrieben und das sind, lass mich gerade mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen, die wir auf jeden Fall machen, also die, wo ich denke, dass wir die auf jeden Fall machen können. Wobei bei einem bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich nicht weiß, wo sich die Küken befinden. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt erstmal an. Diese Power Coal zu finden und die sollte sich eigentlich bei den Rohren in der Pipe Area befinden. Also irgendwo hier. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich da hinten. Moment, was war das da? Habe ich irgendwas oben gesehen? Scheiße, man sieht das nicht. Da oben. Aber es ist eine rote Kiste. Ob die da drinne ist? Rote Kisten können wir ja, glaube ich, aufmachen, ne? Das waren ja, glaube ich, die ersten. Frage, wie wir da hinkommen. Da stand jetzt auch nicht explizit irgendwie geschrieben, wo das genau ist. Moment, was macht das hier eigentlich? Okay. Das ist so auf jeden Fall machbar. Also es sollte so jedenfalls machbar sein. Nee. Das ist keine Power Coal. Schade eigentlich. Aber wir haben plus einmal maximale Energie bekommen. Das ist auf jeden Fall schön. Vielleicht hiermit, dass man das damit hochziehen muss. Ach, das ist alles nicht so einfach, Leute. Obwohl, da können wir hier mal gerade. So. Patz. Was ist das? Ja, das ist wahrscheinlich die Kiste von eben. Ja, die Musik spackt auch wieder schön rum. Ah, hier muss ich dran ziehen. Okay, das war auf jeden Fall sehr lang. Nee, hier runter. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass dann da hinten dass da jetzt unser Power Coal ist. Ich hoffe einfach mal nicht, dass ich das schon hab aus irgendeinem. Ah, nee, das ist nur so ein normales, ne? Dreckkugel erhalten. Tja. Wenn
Denn ich muss ich da echt gleich nochmal nachgucken, weil ich habe jetzt auch keine Lust hier in Ewigkeiten zu suchen danach. Moment. Jetzt mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas in dieser Richtung hier habe. Bumerang, Eichhörnchen-Kostüm, Feuerhammer, grüne Hose, Morgensternhammer, Vogelkleider. Also oben schon mal nix. Also so Dreckkugel, Mutzauber, Stärkezauber, Anemoneneis, Bahnfahrkarte. Vielleicht muss man das Anemoneneis auch brennen, dass man das daraus kriegt. Aber da stand, dass man das hier in der Dings bekommt. Eimer. Bahnfahrkarte, Flammenschweintasche, gebackene Bananen, grüner Schlüssel. Achso, das ist für die grünen Kisten. Geheimnisreflektor, wofür man den auch immer gebraucht. Große Sicherung, Kükenfutter, Juckreizsalbe, große Mahlzeit, Kartoffel, Kartoffelsandwich, kleiner Fisch, Krebskorb, Nixenschuppe Mahlzeit. Schneeglühwürmchen, Stärkesamen, unreines Leichtomit. Nee. Also wir haben nichts irgendwie, was in die Richtung da was sein könnte. Das ist jetzt natürlich doof. Gut. Dann mache ich hier einen kleinen Schnitt und guck mal direkt nach. Wow. 7 Minuten aufgenommen und noch nichts geschafft. So, ich hoffe, ihr habt es gerade gesehen. ich bin einfach mal... Also mir wurde gesagt, dass es... Also nicht mir wurde gesagt, sondern in einem Walkthrough oder beziehungsweise auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass ich bei dem Tiny Mouse House in der Pipe Area so eine rote Kiste befinden soll. Und die habe ich jetzt gerade gefunden. Und ich bin einfach mal blindlings von der einen Seite zur anderen geflogen und habe einfach... gehofft, dass ich da irgendwas finde, weil ich habe hier nie ein Maushaus gesehen oder konnte mich auch nicht wirklich dran erinnern. Aber ja, die rote Kiste habe ich gefunden. Und da ist sie nämlich und da müsste die Power Coal drin sein. Ja. Und da ist auch das Tiny Maushaus. Ich hätte es mir auch einfacher machen können, ne? Hört das auch mal auf? Ja. Ach, lass mich in Ruhe. Ich wollte nämlich jetzt auch noch einmal die Waffe wechseln. Zum Eisbumerang. Ja. So. Kriege ich dafür jetzt was? Die Asche meiner Anemone. Okay. Gut. Jetzt habe ich nämlich auch gesehen, dass der das... Also ich habe alles Mögliche, habe ich mir angeguckt. Auf jeden Fall, jetzt haben wir die Power Coal und jetzt können wir das endlich mal wegbringen. Ist das nicht unfassbar? Also ich glaube... Ich wäre da jetzt nicht so selbst... Ich bin ja eigentlich an sich, bin ich schon selbst so ein bisschen drauf gekommen, weil ich halt einfach wie eine Bekloppte gesucht habe. Aber hätte ich das nicht mit dem Maushaus gelesen,
wäre ich hier auch nicht, glaube ich, nicht weiter rumgeflogen. So. Das wäre dann nämlich jetzt die Mission guter Brennstoff. So, und wir müssen jetzt nach oben zu Grants Haus. Oh, Kamera. Genau, und dann... Wie war das denn? Wir müssen irgendwie da hinten hin. Oder warst du da? Nee, er da drüben. Mit dem müssen wir quatschen. Ich weiß nur nicht mehr so genau, wie wir da hinkommen. Ach, Moment. Da musste man, glaube ich, aufs Dach. In sein Haus ist das. Bestimmt auch in das andere, weil da die Dinger von abgehen. Ja, Grants Haus. So. Moment mal. Jetzt wollte ich... Bevor ich das Ganze vergesse, was ist das hier? Okay, da können wir nichts mitmachen. Schade. So. Und dann hier raus. Und dann hier drauf. Und dann hoffentlich nicht runterfallen. Ich kenne mich ja. Uiuiuiui. So, mit dir müssen wir quatschen, ne? Diese ganze unterirdische Maschinerie war ursprünglich für den Brennstofftransport. Hey, was ist das? Das ist gutes Zeug. Lass mal sehen. Der musste aber hier, ne? Bisschen Cash. Eine Dash muss er schon haben. Ein Popel. Das sieht auch richtig so energetisch irgendwie aus. Gut, das müsste genug einheizen. Yay! So, dann kann ich das hier mal abstreichen. So, der macht da seinen Kram weiter. So, Nummer 1 hätten wir fertig. Dann gehen wir jetzt nach unten. Werden Leichtmetall machen und das Steak fertig braten. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach, da geht's nach unten. Ich hab das irgendwie überhaupt nicht gesehen. Ich find's so schade, dass die Mucke so kaputt ist. So, gewaschen haben wir das Ganze. Ach genau, müssen wir hier drauf kloppen. So. Tja. Wo ist es denn? Das Fleisch war, glaube ich, ganz unten. Wir machen erstmal das Fleisch. Genau. Ting. Sogar schon auf dem Teller mit ein bisschen Grünzeug dran. Okay. Wir haben noch eins. So. Dann nochmal. Und jetzt brennen wir diese Metalle, die wir da haben. Und zwar einmal... Wo ist es denn?
da, unreines Haarton.